Auch wenn es schon etwas zu spät ist für Weihnachten, ist es trotzdem durchaus immer noch sinnvoll, sich die Strecke Runaway Elf anzugucken. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier von diesem etwas anderen DLC für den TSW 3. Wir werden natürlich nicht das Ganze hier zu Fuß ablaufen, sondern wir werden uns einen Zug dafür zu eigen machen. Allerdings nicht den da vorne, der wird mitgeliefert mit dem DLC. So eine amerikanische Lok. Wir benutzen aber eine uns vertraute Lok. Zwar mit Hilfe der God Mode. Also gehen wir mal hier Runtime Timetabling und nehmen uns dafür mal eine. Nehmen wir mal eine 101. So, wir steigen ein. So. Einmal bitte hinsetzen. Ach, süß. Okay, aber das Licht an hier. Dann machen wir einmal das große Licht an. Einmal Bremsschlüssel aufgesperrt, lösen, direkte Bremse ist gelöst. Fahrtrichtungswender, Zugsammelschiene lassen wir aus. Störung. Störung. So. Ja, Störung, Störung, Störung. Immer nur Störung. Zuglichter brauchen wir nicht. Spitzensignale, Fernlicht. So. Dann einmal wieder zurück. Nee. Und zwar fahren wir jetzt einmal hier so ein bisschen über die Strecke entlang. Oh, Moment, wir fahren da auf etwas zu. Oh, ich dachte ganz kurz, wir fahren jetzt hier gegen. Fahr natürlich nicht zu schnell. Santa Smells. Christmas Greetings. Das finde ich ganz schön hier mit dem Feuer und diesem Effekt, wenn man da dran vorbeifährt. Hier die mitgelieferte Lok. Unser Licht rot. Weil ich es nicht eingestellt habe. Türfreigabe. Türfreigabe. Nein. Türfreigabe. Du kriegst keine Türfreigabe. Ja, wir rollen nach hinten. Das war zu steil. So. Wir halten an. Und jetzt geben wir noch mal Gas. Und beschleunigen.
Ja, ich denke mal, das wird reichen. Natürlich ist die Lok nicht für solche Steigungen gemacht, oder? Also das ist ja absolut nicht realistisch. Aber das ist okay. Ich finde, man hat hier schon Spaß, hier so seine Runden zu drehen. Hier so eine Art Betankungsanlage, glaube ich. So, dann würde ich sagen, halten wir mal an. Bleib hier, ja? Gut. Wir können natürlich hier nämlich auch rumlaufen, wie wir lustig sind. Rail Show Season. Was auch immer. Und zwar gibt es hier vorne was ganz Witziges. Nämlich. Also erstmal nochmal das hier mit dem Feuer. Also der Effekt ist wirklich gut gemacht. Das Auto. Das macht echt Spaß. Ich will hier hochfahren auf dem Skateboard. Ich finde die Fahrphysik von dem Auto ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht gemacht. Es fühlt sich gar nicht mal so schlecht an. Ach, hier ist auch nochmal. Kann ich das umfahren? Nee. Schade. Kann ich das hier umfahren? Boah. Okay, gut, man kann hier nicht so richtig was umfahren. Nein, nein. Nein. Na. Ich meine, ist das Ding schlau genug, dass es sich wieder aufstellt? So, es gibt noch hier so ein, zwei weitere Features, die ganz interessant sind. Nämlich so eine Art Aufzug. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welcher das ist. So, das hier ist der Aufzug, meine ich. Doch ja. Jetzt frage ich mich, ob wir sogar mit dem Auto diesen Aufzug benutzen können. Ah, schwierig. Auto, bleib hier. Tja. So, da sind wir und können sogar noch einen Aufzug benutzen. Was da wohl drin ist. Jetzt
So, wir sind da. Andere Seite. So, jetzt sind wir hier oben. Gibt's hier noch irgendwas? Okay, hier geht's wieder runter. Ich war noch auf der Suche nach was anderem. Und zwar gibt es doch hier irgendwo noch so eine Art Rolltreppenfunktion, die, glaube ich, auch mit eingebaut wurde. Ist die vielleicht irgendwo auf der Seite hier? Nee, hier sind nur Aufzüge. Rayfan Annual 1987. Das sind auch Aufzüge. Das ist auch ein Aufzug. Was war das denn? Naja. Was ist das? Huch. Ach, man kann hier auch Münzen sammeln. Moment, ich habe doch gerade noch eine zweite irgendwo gesehen. War doch hier, ne? Da war er. Da ist er. Die will ich noch haben. Oh, und springen. Das ist unser 101. Ach, dauert das lange. So, kurzen Cut gemacht. Und Münze Nummer 2 eingesammelt. Sehr gut. Ich werde mich jetzt aber nicht auf die Jagd begeben nach allen Münzen. Wie veranstalten wir mal zum Schluss noch mal ein bisschen Chaos. Wie findet ihr das? Und zwar brauchen wir irgendwo Gleise. So. Dann gehen wir hier auf den Timetable und dann nehmen wir uns mal eine 101 zum Beispiel. Die packen wir hier hin. Ich rüste die einmal ganz kurz auf. Nein. Wir sind in Kleist. Replay. So, warum auch immer wir gerade entgleist sind, weiß ich jetzt nicht, aber gut. Was wollte ich denn machen? Achso, stimmt. Ich wollte ein wenig Chaos und Unheil stiften. Und zwar einmal hier. Nehmen wir mal eine 182. Oh Gott, ist das hell. Schon besser. So. Du bleibst einmal hier bitte genauso. Dann möchte ich, dass hier vorne auf dem Gleis ebenfalls ein Zug steht. Gehe noch ein bisschen weiter weg. Nämlich hier hin. Und hier möchte ich dann eine. Was nehmen wir denn?
Wie wär's mit einer 187? So, steigen wir mal den Führerstand auf. Achso, erstmal den Führerstand aktivieren. Passt. Warum fährt ihn nicht? Verstehe ich nicht, warum die nicht fährt. ASB, ASB, ASB. Okay, dann fahr du mal. Gute Fahrt. Mal ganz bisschen Leistung. Ich steige ab. Bye bye. Jetzt schnell zurück zu unserer 182. Mein Plan ist es nämlich, dass die beiden Züge jetzt einfach mal wild durch die Gegend fahren. Ich glaube, das war der Führerstand, ne? So, die 182. Dann würde ich sagen, gute Fahrt dir. Komm schon. Warum fährst du jetzt nicht? Muss ich mal irgendwas hier hinten einstellen? Ich habe doch eigentlich alles eingestellt. Ah, verstehe ich nicht. Kennt jemand von euch die 187? Ich höre sie. Wo ist sie? Da ist sie. Die fährt jetzt hier einfach führerstandslos durch die Gegend. Nicht führerstandslos, aber ohne Triebfahrzeugführer. Dann stellen wir uns, wenn die 182 nicht möchte, dann stellen wir uns eine 101 hier hin.
einmal den Fahrtrichtungswender rein. Signal eingestellt. Ich wusste nicht, dass es jetzt sofort passiert. Na gut, okay, so viel zu dieser Strecke. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.